Arik und Moor Agir sind zurück. Wir sind immer noch auf dem galaktischen Markt. Das ist so eine richtige krasse Sache hier. Wir müssen jetzt an dieses dementsprechende Migrantenboot hier. Dort haben wir auch einen Auftrag. Ah. Ah, vor was? Ach, Gildenkapitän. On Schuss. Gildenkapitän. Also auch ein Bösewicht, der jetzt erstmal aus dem Weg geräumt werden muss. Den looten wir einmal. Okay, Gilden-Captain ist auch abgeschlossen. Ich drücke mal auf das Inventar. Was haben wir hier gekriegt? Waffenkisten. Die kann ich unserem Begleiter... Das ist aber aufmerksam. Hier haben wir noch was weiteres. Was haben wir denn sonst noch gekriegt? War das alles? Ach, nur die Waffenkisten. Gegenstand ist nutzlos. Ah, okay. Naja, dann begeben wir uns jetzt mal zurück zu unserem Anlaufpunkt. Ich denke mal, wir haben hier nichts mehr. Ja. Eine sehr amüsante Sache, dieser Markt hier. Denrex. Bei dir kann man auch irgendwie nichts verkaufen. Wir kämpfen uns jetzt zurück hinter unserer eigenen Reihen. Alpul. Notensi. Nehmen wir diese Seite oder diese Seite. Das ist ja eigentlich wurscht. Das ist jetzt eigentlich egal. Wir kämpfen uns jetzt in unsere eigenen Reihen wieder zurück. Gildenschläger. Außer Reichweite, sagt er. Das dürfte ja fast nicht sein. Mal ohne Sterben durchgekommen. Noch einer zum Looten. Ja, ich bin ja schon unterwegs. So. Knobi kann. Auch ein sehr lustiger Name. Naja, viel haben sie sich nicht einfallen lassen. Wir schließen jetzt hier einmal ab. Meine Männer können noch immer nicht glauben, dass ihr euch allein dieser Verbrecherbande gestellt und es auch noch überlebt habt. Das war verdammt heldenhaft. Da die Netzwerkterminals jetzt gesperrt sind, ist der Luftverkehr für die Gleiter wieder sicher. Jetzt müssen wir nur noch endgültig die Verbrecher verjagen. Im Netzwerk gab es eine verschlüsselte Nachricht. Sieht nach einer Aufzeichnung aus. Lasst mich mal sehen. Ein alter Code der Händlergilde der Migranten. Ich denke, ich kann ihn entschlüsseln. Mal sehen. Ihr habt unsere Freundschaft angenommen, Senatorin Kyle. Und unsere Credits. Es ist an der Zeit, sich zu revanchieren. Wir fordern lediglich die Wohnprojekte, die ihr unserem Volk versprochen habt. Jetzt. Oh je. Euer Volk wird warten müssen, bis es an der Reihe ist, wie jeder andere auch. Ich schulde euch gar nichts. Wenn ihr mich weiter derart drängt, werde ich euch alle vernichten. Senatorin Kyle und die Händlergilde der Migranten stehen im Krieg. Darum ging es eigentlich? Euer Erpressungsversuch ist gescheitert. Meine Leute drängen eure kleine Armee soeben zurück. Es ist vorbei. Niemand bricht eine Abmachung mit uns, Senatorin. Oh Gott. Wir werden bekommen, was wir wollen. Na dann. So oder so. Das ist weit über meiner Kompetenzstufe. Ja. Ich werde nicht Rufmord an der bekanntesten Politikerin Coruscants begehen. Nee, mach mal lieber nicht. Aufzeichnung. Ich will sie nicht. Ich werde mich mit ihr unterhalten. Okay. Sie wird eine gute Erklärung dafür haben. Hoffen wir. Es muss so sein. Bestimmt. Senatorin Kyle hat für Coruscant Großes geleistet. Sie ist eine große Frau. Gebt ihr eine Chance. Körpergröße Meine vielleicht. Männer und ich bleiben hier unten. Ihr solltet euch zurück zum Senatsgebäude begeben. Okay. Wunderbar. Was haben wir hier sonst noch?
Naja. Hat sich hier irgendwas getan? Ja. Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsband-Chips bekommen? Jo. Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Richtig. Selbst für Senatoren. Gerade ich für weiß, die. Er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ihr okay. habt euch diese Credits redlich verdient. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. Okay. Guter Mann. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? War hier drüben nicht noch irgendwo einer? Irgendwo ein Sicherheitsoffizier? Nö. Okay. Was haben wir denn gekriegt? Ach so. Wieder nichts. Dann geh du mal den Schrott verkaufen. Ja, dann rennen wir jetzt hier mal über den Markt zurück zu unseren Auftraggebern. Da vorne möchte er, dass wir durchgehen. Also, selbst wenn man hier in der Vergnügungsmeile am galaktischen Markt ist, hat man hier keine Möglichkeit, sich irgendwie zu verfestigen. Hell. Okay. Wir haben Post. Okay. Los, hoch. Ah, okay. Gut. Bin ich jetzt doof? Wahrscheinlich ist das über uns. Nö, auch nicht. Hä? Okay, gut. Was haben wir? Da geht's raus, da geht's runter. Naja, dann nehmen wir mal den Gleiter. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Was haben wir hier? Taxisenat. Schwarze Sonne. Huttenstadt. Haben wir irgendwo, sieht man hier irgendwo, was man hier abgeben kann? Gesichtsverkäufer? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Na dann. Schauen wir mal, was wir mit diesen Heldentaten so tun können. Und dann hoffen wir auch mal, dass uns unser Bote wiederfindet. Auch wenn wir jetzt denn aus der Stadt abhauen. Zerstörung der Kriegsdruiden. Ah, okay, gut. Da habe ich jetzt, glaube ich, irgendwas verjuchtelt. Aber ist ja kein Problem. Okay. Hat er uns zurückgebracht. So, jetzt schauen wir mal.
will uns hier irgendwas anzeigen. Okay. Okay, er möchte, dass wir da hinten durchgehen und zu dem Aufzug. Okay, besorgtes Familien. Ludika-Gebiet. Ah, okay, hier stehen schon irgendwelche Arschlöcher rum. Gegenstandsmodifikation. Wenn ich jetzt Willenskraft des Imperators. Nö. Also die Straßen und nennen sich selbst Mystikare. Klingt für mich nach einem Haufen Irrer. Okay. Mystikare, Überwachungsdrohne. Raketentechnik, okay. Ist hier irgendwas? Wir sollen irgendwie da hoch und in die Tür rein. Okay. Schauen wir mal, hier stürmen auch welche von uns schon rum. Was bist du? Informant? Schauen wir mal. Ah, hier vorne steht irgendwo jemand, der... Ach nee. Doch. Auf die Beine und in die Schlacht. Entschuldigt. Ihr seht okay. Nicht aus wie ein Justikar. Hoffe ich. Die Justikare sagen, sie beschützen uns vor der schwarzen Sonne. Dass sie besser sind als die Banden. Aber okay. Das sind sie nicht. Ich hasse sie. Okay. Ihr seid keiner von denen, oder? Nö. Ich will keinen Ärger haben. So wie Brayden. Ich komme nicht von Coruscant. Ich gehöre keiner der Banden an. Bitte, könnt ihr mir helfen, Brayden zu retten? Er ist mein Bruder. Er ist erst 15, aber sie denken, er wäre älter. Okay. Sie sagen, sie hätten ihn verpflichtet, weil er eins ihrer blöden Sperrstundengesetze gebrochen hätte. Okay. Also schließen sie ihn tagsüber ein und nachts zwingen sie ihn, auf die schwarze Sonne zu schießen. Er wird sterben. Wer genau hält deinen Bruder gefangen? Die sind, ich weiß nicht, Polizisten oder Soldaten oder sowas. Aber sie benehmen sich wie jede andere Bande. Bitte helft mir. Um zu Brayden zu gelangen, müsst ihr einen besonderen Gürtel haben, den sie alle tragen. Das ist der einzige Weg, um am Sicherheitsfeld vorbeizukommen, hinter dem Brayden ist. Okay. Bitte, bitte bringt ihn mir wieder zurück. Naja, probieren wir es mal. Okay, so, was haben wir denn hier? Wir haben da vorne einen Aufzug und wir hatten da hinten irgendwo eine Tür, wo wir durch. Die Tür müsste irgendwo da hinten sein. Informant, schauen wir mal, sind wir richtig? Ja, kann man hier irgendwo rein? Ah. Da ist auch wieder einer, der reden will. Oh Mann. Gebt gut auf eure Waffen acht, Lieutenant. Ja. Im Justikargebiet ist jeder scharf darauf. Agent Reed Ganden, strategischer Informationsdienst. Die kennen wir schon. Habt ihr hier unten etwas Ungewöhnliches bemerkt? Etwa wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Nö. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Könnt ihr mir folgen? Wo können die Justikare sonst bekommen, was sie brauchen? Wenn die Republik sie nicht beliefert, gibt es ein paar Optionen. Die Exchange, Separatisten, sogar das Imperium.
Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Was für ein Chaos. Der SID muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. Okay. Das klingt, als könnte ein Soldat helfen. Bringt mir diese Akten. Okay. Und passt auf, dass er nicht den Justikaren in die Arme lauft. Na dann. Aber hier war irgendwie der Eingang Zuflucht. Schon wieder Druiden. Aus dem Weg. Wir wollen da durch. Okay. Umgefallen. Gut. Warum wir auch immer hier rein sollten. Fabrikanten. Da stehen auch Fabrikanten. Da steht auch ein Vorarbeiter. Dann nehmen wir uns den mal. Ein Gemetzel und ein Gehacke. Arik, komm da mal raus. Das ist, glaube ich, ganz unangenehm, was du da drin machst. Fabrikantenwache. Okay, wir sind's. So. Was haben wir hier? Okay. Ah. Gut. Jetzt schauen wir einmal kurz in unser Inventar. Bolzen. Hier haben wir wieder Müll. Nutzlos. Okay, gut. An der Stelle würde ich dann jetzt einfach sagen, bevor wir denn jetzt weiter im Heldenbereich Luran, Gothor im Laden weitermachen, breche ich an dieser Stelle ab. Nicht abbrechen, sondern dort geht es dann in der nächsten Folge weiter. Dankeschön fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.